Nach Monaten kriegst du zurück in die Outworlds mit Nioka und Pavati. Das deutsche Drei-Mädel-Haus ist wieder unterwegs. Und wir werden nochmal mit Rose reden. Well, hello and welcome to the home of the Iconoclasts. I'm Rose. Please take a pamphlet. In it, you'll find everything you need to know about Graham, his philosophist truths, and the Iconoclast way. He wrote it himself, you know. Oh no, I'm so sorry. I keep forgetting. We're out of pamphlets. Gosh, blast it. Wer sind die Iconoklasten? Du bietest mir ein Pamphlet an, das du gar nicht hast. Ich will eh keinen Pamphlet. Sag mir einfach, wer ihr seid. Wer sind die Iconoklasten? Why, we're the only free people in Halcyon. No corporations, no shackles, no problems. Keine Probleme. Was ist mit Raptidons oder den Plünderern? Oh, those are just hurdles. We deal with them as they come. You're welcome to stay with us, so long as you can earn your keep. Eine große, glückliche Familie, was? That's a nice way to think about it. Graham would be our father. I suppose Zora might make a good mother if the two of them could stop arguing. You can think of those two as our leaders, but they're more like examples. We all ought to be more like them. Erzähl mir von Graham. Why, he's our founder. Graham taught us about philosophism. Through him, we came to the eternal truth. I'm glad you're asking, by the way. I hope you'll consider staying. Zora? She's been with us since the beginning. I think she was our sawbones back then, but now she's more like our commander. She goes and finds people in the wilderness and gets them to come here. And she keeps us from being chewed on and whatnot. She's liable to take your head off if you screw up, but then she'll sew it back on for you. Das ist natürlich auch interessant. Wo finde ich die beiden? Graham's place is in the large building straight back. Zora's sometimes there talking with him, but usually she's in the triage clinic next door. Warum seid ihr hier und nicht in Stella Bay? Oh, Graham settled here a long time ago. Shoot, I wish I had a pamphlet to give you. It's all in there. I wasn't around back then, but they say a lot of the old MSI corporate folks died here. He calls it a spiritual metaphor, something about rising from the ashes. Verstanden. Hey, bevor ich verschwinde, ich suche einen Kerl namens Taka. Hast du ihn gesehen? The new boy. Yes, he's quite clever. He took to our teachings very quickly. Last I saw him, he was headed into one of the buildings up the hill. Ne, schau nicht so traurig. So dann. I ought to mention, the Iconoclasts are loyal folk. Treat them right, they'll do the same. Turn on them, they'll open fire without a second thought. Everybody here looks wore out. Is it just me? Ja, ich weiß. In Rollenspielen, wo eine Gegend köstlich ausschaut oder Ikonoklasten aufständischer. Oh, my stomach. Aha. Geschlossen. Na gut, wir stehen vor geschlossenen Türen. Anführer. Carry on. Ja, freut mich für dich, dass du weitermachst. Revolutionär. Na gut, Schwefel. Kurz lang Blick. Hauptauftrag, wo sind wir jetzt da? Tragische Trooper. Oh Gott. Das haben wir noch alles. Na krass. Ja, aber wenn ihr es nur wisst. Das haben wir noch. Oh, das müssen wir auch noch machen. Sprich mit Celia. Suche nach Taka.
I'm saying is it ain't worth it. It's gonna taste like sulfur all the same. Nuh-uh. Taro's got that sweet blood. So? You gotta boil it or you'll get sick. Then all that sweetness takes to the air anyhow. Nah, don't boil it. We're gonna get sick all the same. Might as well enjoy it. Don't boil. Do you want the runs? Better than tasting sulfur and dirt every damn day. Ja, jetzt sind wir wieder um einiges schlauer. Na gut. Da ist es. Schau, Tucker. Der Tucker, der alte Trucker. Wieso ist da alles zu? Oh. Stehlen. You meditate today? If not, you should. Aha. Also habt ihr gehört? Meditieren. Ganz wichtig. Höchstwahrscheinlich auch der Verdauung. Never seen you before. Ich bin neu hier. Take my advice. Move on. Get off world if you can. If you can't, get to the bay. I've been halfway around T1. Monarch, they call it now. Been around it twice. Stood at the hot pole and the cold. Nothing on this moon for nobody. There's a lot of heartbreak. Was ist deine Geschichte? It's pretty simple, kid. I sit at the bar, I drink, I mind my own business. That's it. Aha. Du sagtest, du warst schon auf dem ganzen Mond. Du musst noch ein paar Sachen wissen, die sonst keiner weiß. Ich kann dir eine Flasche kaufen oder sie dir über den Schädel ziehen und nenn mich nicht Kleine. Lügen 1. Ich hörte jemand sagen, du wüsstest am besten über den Monarch Bescheid. Stärke. Ich wette, ich vertrag mehr als du. Können wir speichern? Probieren wir es mal so. The only thing I got to teach is get the fuck off T1. Or whatever they're calling it this week. Anybody with half a brain could tell you that. Look, you want to buy the drinks, I'll do my bit to keep you entertained. Just don't ask me to dance. Kummer, was ist dir passiert? 20 Bits bezahlen? Wie wär's mit noch einem Drink? Was ist dir hier passiert? A great many things. I'll tell you what. You want to listen to an old man ramble? Might be a job in it for you. I used to run with a squad of mercenaries here. Good folk. Fella named Lamont introduced me. Thing is, I ain't seen them in an age. Stands to reason they got themselves eight. Söldner, was haben sie so gemacht? Mostly we protect the folk from the beasts here. If it spat, scratched, or stung, we'd kill it for you. So long as you had the bits. We split ways around the time this twice-fucked moon got abandoned. Thing is, I got myself some fond memories. We had some keepsakes of ours we kept in a lockbox. And I've been thinking about seeing it found. Du willst andenken, was Fotos, oder? Was, wenn sie noch am Leben sind? Kannst du sie nicht selbst finden? In Ordnung, ein Kästchen kommt sofort. Ja, la. Kannst du sie nicht selbst finden? Was, wenn sie noch am Leben sind? I'll be glad for it, but I ain't stupid. This planet tends to get people killed. I just want some closure. Du willst andenken, was Fotos oder... Thereabouts? Kannst du sie nicht selbst finden? Getting on in years, kid. Eggs ain't working like they used to. Sulfur burns a little too long in the lungs. This joint's looking like my last home. In Ordnung. Ein Kästchen kommt sofort. Appreciate it, kid. I'll mark an outpost on your map. You spend a lot of time out there. Might be a good place to start. Here's a key for the door. Dankeschön. Begrüße. Wir schauen jetzt mal zum Tucker. So, Tucker, du alte Hauben. Aha. Looks like I'm not the only new face around here. What do I call you, stranger?
Ich bin Frieda. Welcome to Amber Heights, Captain. Call me Tucker. You here to join the Iconoclasts? Help us free this world? Tucker, bist du Agnes, kleiner Junge aus Stella Bay? I am not a little boy. Haven't been one for decades. No matter what my mama wishes. I take it she's still looking for me? I'd hope she'd accept my decision. Sie hat es so aussehen lassen, als wärst du in Gefahr, hat mich gebeten, dich zu retten. Sie hat demjenigen eine Belohnung versprochen, der dich nach Stella Bay zurückbringt. Mach mal das Erste. According to her, stepping foot outside of the house in broad daylight is too dangerous. My entire life she crammed a fear of danger down my throat. Don't go play with friends. Mantasaurs will tear your arms off. Don't leave the city. Raptodons will spit acid on your face. Marauders can violate you. You'd fall in a sulfur pool. I stuck around way too long, ruled by her fears. I'm 42 years old, but she still sees me as a little boy in need of her protection. I won't stand for it, I tell you. Überzeugen. Nur Feiglinge laufen davon. Du musst ihr zeigen, dass du erwachsen geworden bist. Einschüchtern 35. Ich hol mir die Belohnung. Entweder du gehst zurück oder ich prügle sie aus dir raus. Was willst du dagegen unternehmen? Sie wird weiterhin Leute ausschicken, um dir nach dir zu suchen. Du gehst zurück nach Stella Bay. Ob du willst oder nicht. Wir probieren es einfach einmal. She doesn't want to see me as anything other than her baby boy. Why would I go back again? What'll be different this time? Du hast seit Wochen außerhalb von Stella Bay überlebt. Zeige, was du gelernt hast. Lehre sie die Philosophie der Ikonoklasten. Konvertiere sie, damit sie sich dir im Frieden anschließt. Probieren wir's. You're right. I can do this. I just need to stand my ground and make her see she can't control me anymore. No one can. Yippie! Wir haben's geschafft, Baby. Kehre zu Agnes in Dings zurück. Okay. Kämen uns dann die nächste Quest abholen. Ich schau's nochmal ins Tagebuchlein. Das da mal Begleiterauftrag. Tragische Bibabo und Tralala. Rede mit Jesse, Schrottsammler im All. Das machen wir als nächstes. Ach, ist das schön, wenn du nur mit überreden und reden. Seems like a nice little town. Except for all the dead critters. The folks in Amber Heights always manage to find a bottle or two of the good stuff. Keen scavengers, I tell you. Wenn ihr zwar das sagt, dann wird das schon so sein. Wo müssen wir hin? Ah, da. Was? 600 Meter? Na gut. Jetzt war's. Ah, wir haben Nahkampfwaffen. Okay. Ich weiß das alles nicht mehr. Alles nehmen. Alles nehmen. Danke. South here. Off the road and down this slope. We've got a decent trek ahead of us. Jo, Nioka, du sagst das. Da leider die Geräusche, die sind ja wild.
Oh. Können wir da speichern? Ja. Weißt du was? Ich speichere da drüber. Fortsetzen. Boah. Ja, das kommt davon, wenn man monatelang nicht mehr spielt. Egal. Ist egal. Bevor wir dort weitermachen, werden wir gleich mal schauen, was ich für Waffen gehabt habe. Weil ich glaube, mit Nahkampfwaffen werden wir da nicht viel erreichen. Das geht bei kleinen Gegnern, aber ich glaube, bei den großen werden wir da keine Meter haben. Naja. Kurz einen Blick. Langwaffen. Ich kenne mich nicht mehr aus. Na. Wo dann das jetzt hier da? So ein Lump. Stufe 16. Oh. Ach du Scheiße. Ah. Da muss noch ein bisschen üben, hä? Das? Ein Dugenhaufen, okay. Mantipanzer. Oh, nehmen wir mit. Keine Ahnung, was wir brauchen werden. Aber wir brauchen. Ich muss schauen, dass ich jetzt andere Waffen hernehme. Was ist das? Level 2, Stufe 8. Sag einmal, warum habe ich die großen und guten Waffen da herunten? Wenn ich das nur wüsste.